Es geht jetzt mal darum, wie man die Silhouette vielleicht auch noch bestimmen kann. Also eine andere Idee, die ich noch mal hatte, ich dachte, das Problem ist längst gegessen, besteht darin, dass wir einfach Punkte finden, wo die Normale eine gewisse Ausrichtung haben. Und ich habe das jetzt mal mit Skip-By-Funktion Minimize probiert. Und ich starte den Skript mal. Das wird jetzt. Ich starte den erstmal, das dauert nämlich ein bisschen. Es wird also jetzt werden Punkte zufällig erzeugt und dann werden die Punkte so lange auf der Oberfläche verschoben, bis die Flächennormale in senkrecht zur Y-Richtung steht. Das sehen wir auf dem linken Bild. Das heißt, diese Punkte befinden sich hier außen, dort, wo auch die Silhouette ist. Und hier innen drin haben wir auch einen Übergang, das sieht man hier. Das wäre quasi die Innensilhouette und dann haben wir so Übergangsbereiche, wo das so eine Art verdeckte Kante wäre, wenn man da von Kanten reden könnte. Das Ganze läuft durch und ist auch schon fertig. Es ist jetzt so, die Ergebnisse sind so, dass ich jeweils Proben von 100 Punkte mache und man sieht hier oben die Qualität, also im Schnitt 70 bis 80% der Punkte wandern zu einer Lösung hin. Die Rechenzeit ist hier 6 Millisekunden pro Punkt, pro erfolgreichen Punkt und die Genauigkeit liegt hier im Bereich minus 15, minus 16. Das ist die Abweichung der Normale von der gewünschten Richtung. Und das ist eigentlich ganz gut. Also man kann da ja das Programm auch mal eine Minute lang rechnen lassen, dann hat man genug Punkte. Wenn wir uns die jetzt anschauen, dann sehen wir, also erstmal jetzt, das wäre die Sicht in Y-Richtung. Wir haben hier die Außensilhouette, wir haben hier drin die Innensilhouette und hier haben wir diesen lustigen Übergang. Wenn man von der Seite hier drauf schaut, dann sieht man bei der Innensilhouette, wie die sich hier so durchbiegt. Und bei der Außensilhouette haben wir genau den Effekt, dass hier oben genau angesetzt wird, dass unten genau angesetzt wird. Und drehen wir mal ganz rum, auf der Rückseite ergibt sich dieses Bild. So, diese Punkte, die wir jetzt so hier haben, ich habe das vorhin schon mal laufen lassen, die Ergebnisse habe ich mal hier versteckt. Wenn man das also länger laufen lässt, dann kriegt man eine schöne dichte Punktmenge. Und kann dann durch diese Punktmenge, ich hau mal den Cut hier weg, man kann dann durch diese Punktmenge eine Kurve konstruieren und kann die nochmal mitteln und das ist auf alle Fälle wird das genau genug. Da habe ich keinen Zweifel. Wenn der Rechenzeit, also sprich mal eine Minute oder sowas, keine Rolle spielt, kriegt man das hin. Ich muss mir dazu noch ein bisschen überlegen, wie ich diese Kurven abschneide. Und wie ich erkenne, was ist eine Außensilhouette und was ist eine Innensilhouette, das ist vielleicht bei der Scheibe von Winfried gar kein Problem, aber das Thema steht ja ganz allgemein. Das heißt, wir wollen auch allgemein vielleicht eine Methode haben, wo man spezielle gerichtete Kurven auf einer Fläche findet. Ja.